Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Video auf unserem Kanal stickerpoint.de. Und heute richten wir erstmal wieder die Matte ein bisschen. So. Naja, so halb. Und heute öffnen wir ein Display vom Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Battle Pack 3 Monster League. Entfesselte Monster. 36 Booster Packs haben wir hier in dem Display drin, 5 Karten pro Pack, eine Rare Karte plus eine Shatterfoil Karte pro Pack ist hier mit am Start. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal auf und schauen uns mal an, was wir hier heute Schönes ziehen können. So, wie immer habe ich keine Ahnung von den Wertigkeiten der Karten, von den Karten, die hier drin sein können. Ihr wisst Bescheid. Yu-Gi-Oh! Nicht mehr so meins. aber ja, ich habe Bock, wieder ein paar geile Artworks zu ziehen. Deutsche Ausgabe, erste Auflage. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Gucken, wie wir die Booster hier am besten aufkriegen. Und bei 36 Packs haben wir einiges zu tun. Deswegen schnacken wir auch gar nicht lange rum. Wir haben hier den Shuten-Doji. Als erste Karte. Oh, die Lichtschwerter. Die kenne ich. Verräterische Schwerter. Oh, okay. Das ist der Täuschungsdrache. Das ist die Rare-Karte. Und der unsterbliche Bushi. Die Shatterfoil-Karten sehen ja mal richtig mega aus. So sieht man es hier unten im Licht am besten. Boah. Ey, die sind richtig krass. Und verbotener Kelch haben wir. Ja, das heißt, wir müssen quasi eine Karte von hinten nach vorne machen. So, wir haben Windsturm von Etaqua. Finsterer Kreuzritter. Macht der Gedanken. Maschinenkönig Prototyp. Den kenne ich auch noch als Rare-Karte und verbotenes Kleid als Shatterfoil. Die sehen wirklich sehr schön aus. Die lege ich auch mal extra. Shatterfoil-Karte, okay, das gefällt mir. Sowas könnte man mal in Pokémon-Booster reinbringen. Shatterfoil-Karten, die gibt es ja sonst bei Pokémon-Booster nur in den Starter-Decks. Aber wir sind ja auch jetzt hier bei Yu-Gi-Oh! Also ich will nicht mit Pokémon vollblubbern. Aber die sehen auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. So, wir haben hier nochmal Windsturm von Etaqua. Explodierdrache. Okay. Falls diese Karte durch Kampf zerstört oder auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre das Monster, das sie zerstört hat. Kein Spieler erhält Kampfschaden aus Angriffen. Okay. Der Psi-Fluch. Mudora. Und Luftorca. Der sieht auch cool aus. Mega. Der Luftdruck. Ja, wir gehen natürlich auch hier ein bisschen schneller durch die Packs. Wir haben zwar nur 5 Karten pro Booster, aber bei 36 Boostern wird das Video schon lang genug. Fähigkeitserbe haben wir hier als Fallenkarte. Schwarzer Stego, den kenne ich auch noch. 2000 Verteidigungspunkte. Telepathische Kraft, der schwarze Wehloch, 1800 Angriff, sieht auch sehr cool aus. Und Metabohai, also diese Shatterfoil-Karten, die flashen mich richtig. Guckt euch an, wie cool die aussehen. Der Metabohai. So, verfluchte Ausrüstung haben wir hier als Zauberkarte. Zerstörungstron. Banner des Mutes, den kenne ich auch noch. Der Blizzard-Drache, der sieht auch ziemlich cool aus. Und Submarinenruid. Ein U-Boot. Auch das sieht ziemlich cool aus. 1800 Verteidigungspunkte hier am Start. Und jetzt Shatterfoil.
Ja. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Perfekt. Gorgonischer Golem, außerirdisches Gehirn, rasender Gorilla, der sieht auch stark aus. Okay, diese Karte muss angreifen, falls möglich, alles klar. Unbeugsamer Geist hier als Fallenkarte. Ja, ich weiß leider nicht, ob jetzt hier in dem Set spielbar, also ob die Karten spielbar sind, ob da spielbare Karten drin sind, die man ziehen kann. Oder ob da irgendwas noch von, ich sag mal in Anführungszeichen, zu gebrauchen ist. Ja, weiß ich halt leider nicht. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und auch wenn ich hier was Gutes ziehe und ich es vielleicht einfach nicht raffe, der Kettenhund hier zum Beispiel. Oh. Löwotaurus, der sieht auch schick aus. Und Drache von Kouaki Mairu. Der, ja, sieht auch nett aus. Vom Artwork her. Mega cool. Ja, wie gesagt, wenn ich irgendwas ziehe, was hier gut ist, spielbar ist oder ähnliches, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Weil ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt was drin ziehen kann, was für aktuelle Meta gebraucht wird. Weil mit dem Yu-Gi-Oh! Card Game, ja, kenne ich mich leider nicht mehr so wirklich aus. Instabile Evolution, Jurassier, Protops, Band der Wiedergeburt, Chaolin, der Prophet und Gorgonischer Golem. Nochmal am Start. Ja, beziehungsweise muss ich ja auch dazu sagen, ich kannte mich eigentlich noch nie so wirklich mit dem Yu-Gi-Oh! TCG aus, was da spielstark ist oder was nicht. Denn ich habe das früher immer nur mit Freunden gespielt, aber nie so, ja, metatechnisch. Und ja, wir haben immer mit Starterdecks gespielt. Also, ja, die phoretischen Schwerter waren damals auf jeden Fall immer ganz cool. Chiron, der Magier und außerirdisches Gehirn. Wir haben halt immer mit den Karten aus dem, also mit den Decks aus dem Anime gespielt. Aber ja, ihr kennt sie wahrscheinlich selber. Man wollte das einfach nachspielen und ich glaube, dass keines der Decks aus dem Anime irgendwie Meta geeignet ist. So wie sie damals aufgebaut waren. So, instabile Evolution haben wir hier nochmal. Übelschar Donnervogel. Ruf der atlantischen Einwohner. Nebeltalfalke. Auch schick aus. Und der Meereskoala, der ist auch süß. Meereskoala. Sweet, sweet. Steht hier eigentlich auf dem Booster, wie viele Karten das Set hat? Das weiß ich nämlich leider auch nicht. 237. 237 Karten und die kann man auch alle als Shatterfoil ziehen. So, wir haben 36. 150, 186 Karten pro Display. Gebell der dunkle Herrscher. Oder Gebell, ach, Gebell des dunklen Herrschers. So, Gentlemander. Gedächtnisverlust. Ei, Eisen. Und Kettenexplosion. Also ich sag mal, wenn man Yu-Gi-Oh! Karten, also wenn man sich da jetzt sagt, okay, ich nehme das komplette Set, aber ich glaube, dafür ist es auch nicht ausgelegt, oder? Also, ist Yu-Gi-Oh! Das ist wahrscheinlich auch wieder dann Auslegungssache. Gibt es bei euch da draußen jemanden, der sagt, okay, ich nehme mir ein Yu-Gi-Oh! Set raus und wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Battle Pack 3 Monster League und sammle alle Karten. Also ich mache ein Master Set, ich packe mir die in den Binder und sammle dort alle Karten, die es in dem Set gibt. Ist sowas bei Yu-Gi-Oh! Üblich? Oder öffnet man Yu-Gi-Oh!, um ja, spielbare Karten für sein Deck zu ziehen? Ich weiß es leider nicht. Sagt es mir. Klärt mich bitte auf in den Kommentaren. Weil 237 Karten und dann alle nochmal als Shatterfoil, da muss man ja verdammt viele Displays öffnen, wenn man 36 Shatterfoil-Karten hat pro Display. Und dann sind ja auch noch Doppelte dabei. Das wäre ja schon ziemlich krass.
Pflanzliche Futterkette, Greifer, Kreuzritter, Sumpfsiegler, Jane, lichtverpflichteter Paladin und Sonnenlichteinhorn. Das ist auch cute. Sieht ein bisschen aus wie Ponita bzw. Galoppa in Shiny. Hier haben wir Fluch des Anubis, Heiliger Kranich, Wunderdünger, Löwigator und Kartenkavallerist. Bin mal gespannt, ob wir eine von den Rare-Karten auch als Shatterfoil ziehen. Das müsste ja dann rein theoretisch auch möglich sein. Miniaturisieren. So. Panzerhandschuhkrieger, Zeitflüchtling, antiker Antriebsritter. Den kenne ich auch noch. Und okay, eine XYZ-Karte. Heroischer Champion Gandiva. Damit habe ich nicht gerechnet. Sieht auch sehr nice aus mit dem Shatterfoil. XYZ-Karte im Pack. Sehr nice. Das sind noch einige Booster, die wir haben. Wir haben jetzt 12 Minuten beim Video. Ja, jetzt wieder ordentlich was zum Gucken am Start auf jeden Fall. Was haben wir hier? Fluch des Anubis, der Baumotter, Mal der Rose, Überschar Ketos und verbotene Lanze. Miniaturisieren, der unsterbliche Buschi, voreiliges Begräbnis, blauer Donner T45, die Karte ist mir auch ein Begriff und wir haben nochmal eine XYZ-Drache, Livier, der Meeresdrache, Ende XYZ-Karte, so. Blauer Donner T45. So, die Poseidon-Welle. Uminotaurus. Außerirdisches Gehirn. Oh, Aztekenfüßler, der Wurmkrieger. Okay. Und außerirdisches Gehirn. Na komm. So, Poseidonwelle, Finsterer Kreuzritter, Gedächtnisverlust, Dreizackkrieger und bereit zum Abfangen. Die Karte, Fallenkarte kenne ich auch noch aus dem Anime, beziehungsweise von meinem Deck damals. So, Pyramide der Wunder. Gorgonischer Golem. Kanonfeuer des Drachen. Drache von Kwaki Mairu. Und dann haben wir ja auch schon eine Rare-Karte gezogen. Wütend tobende Pflanzen. Bei den Kwaki Mairu-Drachen. Den haben wir hier schon gezogen. Also wir haben schon eine Rare als Shatterfoil. Das geht also auch. Allerdings haben sie dann keine Goldschrift. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Und ja, Freunde, wenn ihr mehr Yu-Gi-Oh! Openings sehen wollt, schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. Also haut die Kommentare einfach mal voll. Ich freue mich über jedes Kommentar, was unter den Videos steht. Stygianische Straßenpatrouille. Verbergende Schwerter. Der Metabohai und reptilianische Gorgon. Da ist eine krasse Printline drin. Seht, oh, Alter. Krass.
Das sieht ein bisschen so aus, als hätte diese Shatterfoil-Folie auf der Karte aufgehört und wurde dann die neue Rolle quasi an der Karte wieder angesetzt. Halleluja! Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Videos sehen wollt für Yu-Gi-Oh!, gerne in die Kommentare schreiben. Hier mit den Edelmetallwanderer, Mal der Rose, Verspäteter Ork, den kennt man auch, und Buch des Lebens. Und ja, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat, den Kanal abonnieren und auch natürlich ein Set mit dazu schreiben, was wir einfach mal öffnen sollen von Yu-Gi-Oh! Wir haben hier Ruf der Gejagten, auch eine coole Fallenkarte, Stacheliger Gilman und Herrscher des Gifts als Shatterfoil. So. Oh, da kommen noch einige Booster raus. Halleluja. Also sind das noch so viele? Ich habe gedacht, das wären noch so ein paar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir haben noch 13 Packs vor uns. Okay, wir drücken mal ein bisschen auf die Tube. Verteidiger der magische Ritter, telepathische Kraft, Cholin, der Prophet und Schwerelosigkeit. Shatterfoil. Oh, Jerry Soldatenbodenmann, den kenne ich auch noch. Der war damals bei uns ein absoluter Held. Jerry, Sonnenlichteinhorn hier nochmal als Shatterfoil. Jerry, der Soldatenbodenmann. Die Karte ist wirklich cool. Oder Soldatenbohnen Krieger heißt der, oder? Ne, Jerry Soldatenbohnenmann. So heißt er. Doch. Eine Legende, die Karte. Weise aus den Grenzlanden, stampfende Zerstörung, Verhängnis von Kouaki Mairu und Chiron der Magier. Sowie der Wegwerfzauberstab. So, hier haben wir Gentleman da, die Sündenbock-Karte oder ja doch Sündenbock heißt. Und telekinetischer Schocker, Ort der Wunde. Mal gucken, ob wir es schaffen, unter 25 Minuten zu bleiben. Kriegswaffen von Kouaki Mairu. Vergessener Tempel der Tiefe, Jennex Verbündeter Flammen, Verbündeter, Jennex Verbündeter Flammenglocke, okay. Sagenhafter Asenpfeil und Wattabtieren, Wattabtieren. Ich habe ein richtiges Problem mit der Aussprache von Yu-Gi-Oh! Karten. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Edle Waffen, Caliburn, Baumotter, außerirdisches Gehirn, Flammentiger und Schwerelosigkeit. Psi-Schwert, der unsterbliche Bushi. Psi-Reaktor, Nebeltalfalke und schwarzer Brachios, Dinosaurier. Entschuldigung. So, Kunai mit Kette, die Karte kenne ich auch noch vom Anime. Psi-Überladung. Goblin-Elite-Angriffstruppe.
Und Übelschal O Lantern. So, wir haben noch 5 Booster, meine Freunde. Ist ja auf jeden Fall aus meiner Sicht coole Karten gezogen. Die Shatterfoil-Karten sehen halt wirklich richtig krass aus. Oh, der Schieferkrieger. Auch schön. Gebell des dunklen Herrschers. Schieferkrieger ist mir auch noch ein Begriff. Ja, wie gesagt, wenn hier was Gutes mit dabei war, lasst es mich gerne wissen. Kunai mit Kette. Basu, der Seelenfresser, den kennt ihr auch noch. Maschinenfließband. Flammentiger und Greifer Kreuzritter. So, 3 Booster noch. Ort der Wunder. Hyper Hammerkopf. Schadenstor. Vampir-Koala, der ist auch cool. Und bereit zum Abfangen als Shatterfoil. So, Vatapiren, Kragenrabka, verräterische Schwerter, Arsenal-Kämpfer und Basu, der Seelenfresser, als Shatterfoil-Karte. Sehr nice. So, letztes Pack. Wir haben es geschafft, unter 25 Minuten zu bleiben. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Einschalten. Und wir gehen rein. Edle Waffen, Caliburn, Hypnohorn. Das sieht auch cool aus. Kreaturentausch. Königliche Feuersturmwache und Buch des Lebens als Shatterfoil. Ja, das war's, Freunde. Mein ganzes Display zerrippt. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag, verabschiede mich, bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut und ciao.